Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Auch wir sind oft geneigt, etwas anderes auszuprobieren. Besonders wenn es nicht gleich so geht, wie wir uns das vorstellen. Wir verlassen die Nähe Gottes und suchen woanders. Probieren andere Dinge aus, anstatt auf Gottes Hilfe zu bauen. Wir haben eine Heimat, einen Platz, der für alle deine Sorgen ausreicht, der groß genug ist, dass du alles abladen kannst, wo du willkommen bist. Komm heim in Gottes Gegenwart. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Heimat ist für uns da, wo wir uns wohlfühlen. Wo wir sein können, wie wir sind. Da, wo wir uns nicht verstellen müssen. Zu Hause brauchst du nicht in deinen Sonntagskleidern herumlaufen oder dich benehmen, wie wenn du irgendwo auf Besuch bist, sondern da kannst du sein, wie du bist. Da, wo wir Geborgenheit und Frieden finden. Und wenn wir heimatlos sind, erzeugt es in uns ein Gefühl, als ob wir nirgends dazugehören. Eine Ratlosigkeit und immer auf der Suche sein. Es fehlt uns ein Platz, der für uns Beständigkeit hat. Und ich meine hier nicht die Heimat, wo wir physikalisch wohnen, von dem ich sprechen will, sondern ich spreche von einer geistigen Heimat. Es gibt oft so Momente in unserem Leben, wo wir einfach einen Platz brauchen, wo wir hingehen können. Mit unseren Sorgen, mit unseren Nöten, Schmerzen, mit unseren Schuldgefühlen, Scham und Unzulänglichkeiten. Wir brauchen einen Platz, an dem wir Vertrauen finden, wo wir uns fallen lassen können, nämlich in Gottes Hand. In Psalm 34, Vers 5 bis 7 lesen wir: Ich suchte den Herrn und er antwortete mir. Und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Sie blickten auf ihn und strahlten, und euer Angesicht wird nicht beschämt. Dieser Elende rief, und der Herr hörte, und aus allen seinen Bedrängnissen rettete er ihn. Und das ist wunderbar, wenn wir das lesen. Das ist die Zuversicht, die wir brauchen, dass Gott uns hört und antwortet. Wenn wir zu ihm kommen, dann wechselt die Angst in Freude. Er hört, wenn wir alle unsere Bedrängnisse vor ihn bringen, und er hilft uns da heraus. Vor längerer Zeit ist mir ein neues Testament in die Hände gekommen. Darauf steht: Willkommen daheim. Und nach näherem Hinschauen sah ich, dass einige Buchstaben ganz dick herausgehoben wurden. Und da konnte man lesen: Komm heim. Wie passend für ein neues Testament. Das könnte nicht treffender sein. Komm heim, da bist du willkommen. Komm heim, dahin, wo du geborgen bist. Komm heim zum Vater. Komm heim, dahin, wo du alle deine Lasten ablegen kannst. Dann bist du angekommen, an dem Platz, wo es dir gut geht. Komm heim in die Ruhe und in den Frieden, in Gottes Gegenwart. In Johannes 14, Vers 27 heißt es: Meinen Frieden gebe ich euch. Gottes Frieden zu haben, kann man gar nicht beschreiben. Das ist wie der Fels, der in der Brandung steht. Er wird sich niemals wegbewegen, egal wie gewaltig die Stürme und die Wellen auch sind. Gottes Frieden im Herzen hält jeden Sturm aus, und das ist wie ein Ruhepol für uns. Ein Rettungsanker,
an dem wir uns festhalten können. In Psalm 34, Vers 15 steht: Suche Frieden und jage ihm nach. Das heißt, wir sollen dranbleiben. Wir brauchen diesen Frieden, gerade in unserer hektischen Zeit. Doch schnell können wir diesen Frieden auch wieder verlieren, wenn vieles in unserem Alltag auf uns hereinstürmt. Vor einigen Jahren hatte ich eine schwere Zeit, wo ich nicht wusste, wie ich das schaffen sollte. Mein Blutdruck ging rauf und runter und nachts konnte ich nicht mehr richtig schlafen. Alles in mir bebte nur noch. Und mir wurde plötzlich bewusst, dass ich Gottes Frieden brauchte. In meinem Inneren, in meinem Herzen. Ich war so aufgewühlt von meiner Situation und wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Und mir war plötzlich klar, dass ich diese Situation nur bewältigen konnte mit diesem übernatürlichen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Ich habe dann speziell für diesen Frieden gebeten und nach kurzer Zeit konnte ich wieder ruhig schlafen und mein Blutdruck blieb wieder ganz normal. Sei dir bewusst, dass du diesen Frieden brauchst. Diese Geborgenheit zu spüren und zu wissen, dass Gott dich trägt. Dass er ganz genau weiß um deine Herausforderungen. Es steht nicht umsonst in der Bibel, dass er dich nicht im Dunkeln sitzen lässt. So lesen wir es auch in Psalm 23 zum Beispiel. Wenn es auch durchs dunkle Tal geht, er ist bei uns. Er wird immer da sein, egal wie du dich fühlst. Gottes Gegenwart hängt nicht von deinen Gefühlen ab. Im Psalm 34, Vers 18 steht: Sie schreien und der Herr hört. Aus allen Bedrängnissen rettet er sie. Wir sind nicht allein gelassen. Komm heim in die Arme des Vaters, in Gottes Gegenwart, da, wo bedingungslose Liebe ist. Ist es nicht so, dass wir unseren Kindern auch immer helfen würden, wenn sie in Not sind? Mit dem einen Unterschied, dass wir Menschen nicht immer helfen können, aber Gott hat immer eine Lösung. Die Frage ist, was bestimmt unser Leben? Unsere Probleme, unsere Sorgen, unsere Herausforderungen? In Epheser 4, Vers 22 bis 24 lesen wir, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wenn unser Leben erneuert worden ist durch Jesus Christus, dann haben wir einen Platz, wo wir hingehen können. Dann beginnt auch unser Tag ganz anders. Nicht in Ungewissheit und Unruhe, wie das jetzt werden wird, sondern wir wissen, dass er mit uns geht. Dass er uns erfüllt mit neuer Kraft. Dass er uns behütet und bewahrt. Und in Philipper 4, Vers 7 heißt es: Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wenn wir im Frieden Gottes sind, sind unsere Herzen und unsere Gedanken bewahrt. Das ist so großartig, dass es unseren Verstand übersteigt, so sagt es die Bibel. Und das ist so paradox, dass in schlimmsten Zeiten, die wir durchmachen, Gottes Frieden in uns sein kann. Dass wir ruhig und gelassen sein können. In der Gewissheit, alles ist in seiner Hand.
Das können Menschen, die Jesus nicht kennen, nicht verstehen. Friede ist eine Geistesfrucht. So lesen wir es in Galater 5, Vers 22. Und je mehr wir eine Beziehung zu Jesus haben, desto mehr wächst dieser Friede, beziehungsweise reift diese Frucht Friede in uns. In bestimmten Situationen, zum Beispiel wenn wir unter Druck kommen, lassen wir uns diesen Frieden oftmals rauben. Wir haben viel um die Ohren, Probleme überall in der Familie, Kinder, Mann, Frau, am Arbeitsplatz und so weiter. Kennt ihr das Gefühl, wenn es einem einfach zu viel wird? Wenn die ganzen Berge über einem zusammenzustürzen drohen? Dann ist es Zeit, heimzukommen in Gottes Gegenwart. Jesus heißt dich willkommen, bei ihm in seinen Armen. Komm heim, dahin, wo du echt sein kannst. Da brauchst du dich nicht verstellen. Da darfst du sein, so wie du bist, so wie dir es ums Herz ist. An diesem Platz sieht es keiner. Du kannst dort dein Herz ausschütten. Komm an den Platz, an dem du abladen kannst. Da musst du nichts verstecken, weil Jesus sowieso alles weiß. Und wir können vor ihm nichts verbergen. Komm dahin, wo Vergebung ist. Dort, wo alle Lasten abfallen. Alles, was du mit dir herumträgst, bring es dorthin. Da, wo deine Seele Ruhe findet. Matthäus 11, Vers 29 und 30. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Warum ist diese Last leicht? Weil Jesus sie getragen hat am Kreuz von Golgatha. Wir müssen sie nicht mehr tragen. Wir dürfen abladen. Dort am Kreuz. Wir müssen uns nicht abschleppen damit und uns von unserem Joch zu Boden drücken lassen. Jesus hat das für uns getan. Es ist schon lange getan und es ist komplett vollbracht. Wie wunderbar ist das in Zeiten der Hoffnungslosigkeit, wenn wir das wissen dürfen, dass Jesus alles für uns vollbracht hat am Kreuz von Golgatha. In Zeiten von Hektik, von Druck und Angst, in Zeiten von Hilflosigkeit und Schwachheit und auch in Zeiten von Krankheit und Aussichtslosigkeit. Komm heim. Schon der Gedanke an die Liebe Jesu, der dir zuruft, komm heim, löst etwas aus in unseren Herzen. Lass dich fallen in die Geborgenheit Jesu. Immer wenn solche schweren Zeiten in unserem Leben kommen, sollten wir uns daran erinnern, dass wir eine Heimat haben. Eine Heimat, wo wir immer aufgenommen werden, wo wir immer Verständnis finden, wo wir immer eine offene Türe haben. In Johannes 6, Vers 37 heißt es, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und das sagt Jesus selber. Wir brauchen uns nicht einsam und alleine zu fühlen. Wir haben eine Heimat, einen Platz, der für alle deine Sorgen ausreicht, der groß genug ist, dass du alles abladen kannst, wo du willkommen bist. Komm heim in Gottes Gegenwart. In dem Bibelvers, den wir gerade gelesen haben, heißt es, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Das ist Ruhe für unseren Verstand und Willen, beziehungsweise unser Denken und Ruhe auch für unsere Gefühle, beziehungsweise Emotionen. Und diese Ruhe bewirkt Heilung in unserer Seele. Da, wo wir verletzt sind,
wo wir nicht mehr ein noch aus wissen. Da kommt dieser göttliche Friede und bringt uns zur Ruhe. In der Bibel lesen wir eine Geschichte, wo es auch darum geht, heimzukommen. Es ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Jesus selber erzählt diese Geschichte. Und da sind zwei Söhne. Der Jüngere wollte sein Erbe und einfach weg von zu Hause. Geht es uns nicht auch manchmal so, dass wir denken, jetzt reicht's mir einfach, ich will am liebsten alles hinter mir lassen? Und dieser junge Mann hat es wahrgemacht, aus welchen Gründen auch immer, und ist in ein fernes Land gegangen. Lukas 15, Vers 14 bis 20. Kaum hatte er sein gesamtes Geld ausgegeben, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und es ging ihm sehr schlecht. Er nahm eine Arbeit bei einem Bürger dieses Landes an, der ihn auf die Felder schickte, um die Schweine zu hüten. Der junge Mann war so hungrig, dass er am liebsten das Schweinefutter aus dem Trog verschlungen hätte, aber das war ihm nicht erlaubt. Das brachte ihn zum Nachdenken. Er sagte zu sich: Alle diese Landarbeiter, die im Dienst meines Vaters stehen, können sich satt essen. Und hier komme ich noch vor Hunger um. Ich werde zu meinem Vater zurückkehren und ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen Gott versündigt. Ich habe mich auch gegen dich versündigt. Ich verdiene es nicht, dein Sohn genannt zu werden. Bitte stell mich einfach nur als einen Hilfsarbeiter an. Gedacht, getan, er brach auf und ging nach Hause zu seinem Vater. Er war noch ein ganzes Stück vom Haus entfernt, als ihn sein Vater schon von Weitem erkannte. Gepackt von tiefem Mitleid und großer Freude, lief er ihm entgegen, umarmte und küsste ihn. Ein wunderbares Bild, heimzukommen zum Vater, umzukehren in seine Gegenwart. Dieser Sohn zog aus und verließ sein Zuhause. Er nahm alles mit, was er von seinem Vater bekommen hatte. Er wollte einmal etwas anderes ausprobieren. Auch wir sind oft geneigt, etwas anderes auszuprobieren. Besonders, wenn es nicht gleich so geht, wie wir uns das vorstellen. Wir verlassen die Nähe Gottes und suchen woanders. Probieren andere Dinge aus, anstatt auf Gottes Hilfe zu bauen. Und denken, anders funktioniert das besser als mit Gottes Hilfe. Jesus stellt uns alles bereit. Wir sind Erben seines Reiches, Erben von allem, was er hat. Das ganze Testament gehört uns. Und dieser junge Mann geriet in Not, weil er sich vom Vaterhaus entfernt hatte. Er wollte nichts mehr mit seinem Zuhause zu tun haben. Und es ging ihm sehr schlecht. Er hatte alles verloren und war fast am Verhungern. Sind wir nicht auch manchmal geistlich am Verhungern? Die Bibel hat immer weniger Bedeutung in unserem Leben. Wir gehen nur noch aus Tradition in den Gottesdienst. Gleichgültigkeit. Es hilft ja doch nichts, denken wir. Das ist geistliche Hungersnot. Unsere Kraft verlässt uns, unser Mut verlässt uns und Not kommt. Vielleicht hat dieser junge Mann eine innere Stimme gehört, die gesagt hat: Komm heim. Das steht hier nicht geschrieben, doch er besann sich plötzlich, wie gut er es zu Hause gehabt hatte. Es war alles da: Versorgung, Geborgenheit, Frieden und Ruhe. Er besann sich, umzukehren, und wie freute sich der Vater, als er zurückkam. Der Sohn traute sich nicht, seinen Platz wieder einzunehmen, den er verlassen hatte.
Er wollte nur daheim sein. Er hatte große Schuldgefühle und er bat um Vergebung, dass er so dumm gehandelt hatte. Und der Vater nahm ihn mit offenen Armen wieder auf. Nichts hat der Vater zurückgehalten. Alles hat er ihm zurückgegeben. So ist Jesus. Wenn wir weggelaufen sind und wieder umkehren, nimmt er uns mit offenen Armen wieder auf. Manchmal laufen wir weg, denken, woanders ist es besser. Andere Religionen vielleicht oder die Welt mit ihren Verlockungen. Vieles ist uns wichtiger als Jesus. Wir haben keine Zeit für ihn, keine Zeit, uns mit der Bibel zu beschäftigen oder im Gebet mit ihm zu reden. Der Vater streckt uns aber immer seine Hand entgegen. Komm heim, kehre einfach um. Vielleicht bist du gar nicht weit weg oder vielleicht überlegst du gerade, wegzulaufen. Komm heim und bleib im Vaterhaus. Es gibt noch eine Geschichte, wo zwei Menschen heimgekehrt sind, nachdem es ihnen sehr schlecht ging. Und das ist Naomi und ihre Schwiegertochter Ruth. Ihr kennt die Geschichte. Naomi zog einst mit ihrer ganzen Familie fort aus Bethlehem. Und Bethlehem heißt übersetzt Brothaus. Sie hatten ihr Brothaus verlassen und es ging ihnen sehr schlecht. Naomi hatte alles verloren, sogar ihren Mann und ihre beiden Söhne. Eines Tages hat sie sich auch besonnen, umzukehren, um nach Hause zurückzukommen. In Ruth Kapitel 1, Vers 21 sagt Naomi: Voll bin ich gegangen und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Und Vers 22, sie kamen nach Bethlehem zu Beginn der Gerstenernte. Ohne alles sind sie zurückgekehrt, auch innerlich leer, hoffnungslos. Auch mit deiner inneren Leere und Hoffnungslosigkeit kannst du zurückkommen zum Vaterhaus. Sie hatten alles verloren, aber als sie nach Hause kamen, war Versorgung da. Komm nach Hause zu deiner geistigen Heimat. Da ist Versorgung für dich. Die ganze Versorgung des Himmels. Gottes Verheißungen gehören dir. Das Herz des Vaters schlägt für dich. Wichtig ist, komm heim. Es gibt keinen besseren Platz. Es gibt nichts anderes, das deine innere Leere ausfüllen kann. Es ist der Platz bei Jesus, in seiner Gegenwart. Willkommen daheim.